Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe gemeinsam mit meinem Partner Matthias Holz die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte, damit Sie von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren können. Ja, mein Partner, der ist jetzt auch mal wichtig oder soll auch mal erwähnt werden, weil er macht unter anderem auch das SEO und hilft mir dabei ganz gut. Und es spielt eine Rolle, weil wir bekommen in den letzten Wochen vermehrte Nachfragen bezüglich SEO, wie wir das geschafft haben, so weit vorne zu ranken bei einigen doch sehr wichtigen und hart umkämpften Keywords. Und ja, mich hat es selber überrascht. Bis vor ein paar Monaten hätte ich es nicht für möglich gehalten. Und ich möchte jetzt mal was zum Aktienfinder, also in der Richtung kleines Unternehmen sagen und auch, warum ich denke, wie das so erfolgreich geworden ist oder was der Erfolg ja, begünstigt hat. Der Titel ist Google Lead mit Aktienfinder mit über 1000 Klicks am Tag. Und es sind auch tatsächlich über 1000 Klicks am Tag im Durchschnitt, die da jetzt der Aktienfinder bekommt. Und das hat natürlich schon auch einen immensen wirtschaftlichen Wert. Und es gibt ein paar Sachen, die das Ganze ermöglicht haben. Solche Fragen, wenn man die dann bekommt, ja, wie habt ihr das dann geschafft, so weit vorne zu ranken? Ich denke, da werden dann oder unterschwellig vielleicht auch nur, erhofft man sich dann Antworten oder irgendwelche Tricks, wie dann man relativ schnell mit möglichst wenig Aufwand, so ticken wir ja alle, zum Ziel kommt. Genauso auch, wenn man zum Beispiel nach irgendwelchen Aktien sucht, die durch die Decke gehen, am möglichst am nächsten Tag. Und genauso wie im Aktienmarkt gibt es jetzt meines Erachtens, also seriös jedenfalls, nicht hier die einfache Antwort zum schnellen Glück. Es gibt aber durchaus Antworten, wie man mit Fleiß und Ausdauer dann doch erfolgreich sein kann. Sowohl im Aktienmarkt als auch, denke ich, im SEO-Bereich. Wobei ich muss hier sagen, dass ich jetzt kein absoluter SEO-Experte bin, aber ich denke, ich weiß, warum der Aktienfinder in dieser Hinsicht erfolgreich geworden ist. Ich habe wie überall auch hier einen Lernprozess durchgemacht und ich denke im Prinzip, es gibt ganz grob gesagt zwei Arten von Menschen, die sich selbstständig machen. Es gibt zum einen diejenigen, die so von Inhalten getrieben sind, nennen wir sie ein bisschen beschönigend, vielleicht Visionäre oder vielleicht auch nur Techniker, die das Produkt im Vordergrund haben und die sich quasi inhaltlich austoben und die ein Bild vor sich haben, was am Ende dabei rauskommen soll, am Produkt, Dienstleistung, in meinem Fall, wie die Webseite aussehen soll. Und es gibt dann auf der anderen Seite die Verkäufer, bei denen jetzt das Produkt durchaus auch wichtig ist, das verkaufen sie schließlich, aber denen es vor allem um den Verkaufserfolg an sich geht, die das Marketing lieben und wo das Produkt, sagen wir jetzt mal, eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, um eben dann den Verkaufserfolg zu erzielen. Und ich zähle mich eher zur ersteren Gruppe, ob man mich jetzt als Techniker oder wie auch immer bezeichnen möchte. Und da ist das Problem, dass Verkaufen oder Marketing so ein Geschmäckel hat, dass es eher, ja, als ob es eine niedere Tätigkeit wäre. Und das war bei mir auch gewesen am Anfang. Ich bin jetzt immer noch keiner, der Marketing liebt. Aber es ist ein, wenn man es jetzt negativ ausdrücken will, eben ein notwendiges Übel. Und ich komme also von dieser Techniker-Ecke, programmiere das Ganze ja auch. Und ich hätte am Anfang tatsächlich gedacht, dass man stellt einfach eine Webseite auf, programmiert da was und dann hat man gewisse Funktionalitäten und die Leute, die sind dann schon in Anführungszeichen so schlau, dass sie sehen, dass es gut ist und dann läuft es schon. Das stimmt leider nicht. Und ich denke, da scheitern auch viele Startups oder viele Macher einfach dran und fühlen sich dann als missverstandenes Genie, wobei es im Prinzip ja dann auch selbst verschuldet ist, wenn man das Marketing außen vor lässt und wenn man quasi dann ignorant und arrogant auf Verkäufer herunterblickt. Ich habe dann irgendwann ja erkannt, dass es eben nicht so ist, dass man halt Marketing braucht und dass man halt Verkaufen auch braucht. Ich musste dazu auch kein Dirk-Kräuter-Seminar für 10.000 Euro oder so besuchen. Ich denke, das lag einfach auf der Hand und habe mir dann mal ein paar Gedanken gemacht und ich möchte mal hier diesen Lernprozess, den kann ich auch relativ konkret zeigen. Und zwar war das so, wenn man im Aktienfinder zum Beispiel nach Dividendenaristokraten sucht, machen wir mal, dann konnte man schon seit jeher hier einfach nach den oder nach der Anzahl Dividendensteigerung seit Jahren sortieren.
Und hat dann hier einfach die ganzen Dividendenaristokraten. Und wenn man will, konnte man das dann auch, das geht auch schon seit Ewigkeiten hier, einfach filtern, wie hier mindestens 25 Jahre Dividendensteigerung. Und dann hat man hier eben eine Liste von Dividendenaristokraten und sind dann wie viele? Sind 101 Dividendenaristokraten, okay? Und dann dachte ich, okay, das ist doch eine super Liste über Dividendenaristokraten oder von Dividendenaristokraten. Stimmt auch, ist auch eine super Liste von Dividendenaristokraten. Das Problem ist, das findet keine Sau. Das heißt, wenn jemand googelt nach Dividendenaristokraten, dann wird er nie das finden. Dann wird er immer irgendwelche statischen Listen finden, wo die Dividendenrenditen von vor 5 Monaten sind, anstatt aktuell wie hier. Der Aktienfinder wird dann immer übersehen. Und das war eines von den Problemen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich brauche sowas wie Landing Pages. Das heißt, ich muss aus diesem Screener oder aus dem Datenmaterial, was ich quasi hier habe, nochmal eigene kleine Listen machen. Und die kleinen Listen müssen im Prinzip so einzelne Suchbegriffe, Keywords abdecken, nach denen die Leute googeln. Und das sind dann eben Landing Pages. Und so hole ich dann die Leute ab und so werde ich dann eben auch den Aktienfinder so ein bisschen in die Rankings bringen. Das war was, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, das zu machen. Und zwar habe ich dann hier noch auf der Seite wachstumswerte.net einen Beitrag dazu geschrieben. Und es war, ist noch nicht mal ein Jahr alt. Also das war am 10. Mai vor ungefähr 10 Monaten. Und weil normalerweise ist es so, dass Landingpages gerade auch im Finanzbereich woanders mag es anders sein, aber gerade im Landingpages im Finanzbereich, die sind schon grenzdebil oft, was auch einfach damit zusammenhängt, dass Landingpages ja extrem quasi SEO-technisch aufgebaut sind. Da wird dann nach beste Aktien gegoogelt oder meistgesuchte Aktien oder sowas. Und das ist so ähnlich, ja, habe ich auch irgendwo gesagt, wie der schönste Mann oder die schönste Frau oder das sind so allgemeine Begrifflichkeiten, will ich damit einfach nur sagen, die schwer allgemeingültig zu definieren sind. Kommt ja hier auch dann immer auf die Anlagestrategie an, was man für sich als beste Aktie versteht und so weiter. Und da war ich quasi gar nicht so Feuer und Flamme, das Ganze zu machen. Habe es dann nochmal natürlich trotzdem gemacht, weil ich die Notwendigkeit gesehen habe und habe dann einfach versucht, da ein bisschen was Sinnvolles draus zu machen. Und zwar, dass ich einfach darauf hinweise, auch also relativ offen, wann diese ganzen Geschichten wie beste Aktien Sinn machen, wann sie keinen Sinn machen. Und habe dann eben angefangen, entsprechend die Landingpages zu bauen. Das war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Man hat zum Beispiel, wenn man hier mal beste Aktien, gehen wir mal drauf, dann kommt man einfach hier auf so eine Landingpage und es ist einfach so, dass hier ist der Aktienfinder und im Prinzip, das ist eine Landingpage, das ist eine Landingpage, das ist eine Landingpage, das ist eine Landingpage. Dividendenkalender ist im Prinzip auch eine Landingpage, aber es ist eigentlich ein eigenständiges Produkt, kann ich so definieren, weil die Inhalte die sind typisch Dividendenkalender, also wann welches Unternehmen in welchem Monat Dividende auszahlt, wann ist Payment und wann ist Ex-Date, also das Anspruchsdatum. Das findet man im Aktienfinder so nicht. Auch die relative Dividendenrendite findet man im Aktienfinder so nicht. Das sind quasi noch Produkte, wenn man so will. Und das da, diese Landingpages, das ist, gibt es alles im Prinzip schon im Aktienfinder. Und ich habe dann halt immer Text gemacht, um das Ganze zu relativieren, ja, was unter beste Aktien hier in diesem Fall zu verstehen ist, wann das Sinn macht überhaupt. Und habe halt so versucht, quasi mir dann reines Gewissen zu verschaffen, dass ich hier kein Bullshit quasi von mir gebe, um einfach nur vorne zu ranken. Und dass ich halt einfach damit leben kann. Und dann gibt es halt dann immer entsprechend solche kleinen süßen Listen. Und wenn man dann jetzt einfach guckt, wie gut das Ganze abschneidet, da gibt es hier dann diesen Ranking-Check, da bin ich schon. Ja, man sieht hier sogar Dividendenaktien, das ist ein Keyword, da rankt der Aktienfinder auf Platz 1. Wenn wir beste Aktien machen, immerhin auf Platz 7, ja, das ist hier. Und was halt interessant ist, das ist, wenn man sich die Konkurrenten anguckt, Finanzen.net, Bild-Zeitung, Finanzen 100, Börse am Sonntag, Fokus. Das heißt, da ist schon eine gewisse Konkurrenz da und diese Konkurrenz, und da kommen wahrscheinlich auch die Fragen her, die wir kriegen, wie wir das mit dem SEO gemacht haben. Ist auch dann die Frage ist, wie schafft man das dann, sich gegen die hier durchzusetzen? Und
Darauf kommen wir gleich. Ich möchte einfach nur mal hier zeigen, das andere Keyword ist dann meistgesuchte Aktien, haben wir noch gehabt. Das ist dann eben Platz 9. Es ist also da nicht ganz vorne, aber ja, immer noch unter den Top 10. Oder dann Aktien mit hoher Dividende war noch ein Keyword. Eigentlich 4, aber es wird immer zusammen benutzt. Da sind wir dann schon auf Platz 1 zum Beispiel. Das wäre dann das hier, ne? Das ist dann Aktien mit hoher Dividende. Das rängt dann auch auf Dividendenrendite. Ne? Hier haben wir überall Dividendenrendite reingeklatscht als Keyword noch zusätzlich. Das heißt, wenn man hier dann Dividendenrendite eingibt, Dividendenrendite, dann ranken wir immerhin schon auch auf Platz 3 und Dividendenrenditen dann auch auf 3 oder 4 oder so. Das ändert sich immer ein bisschen. Und wo wir auch ranken, also Dividendenaristokraten hatte ich ja schon angesprochen gehabt, die haben wir ja hier. Hier sind die Dividendenaristokraten, ja. Und kann man dann ja auch eingeben. Die Deutschen schreiben normalerweise orthografisch immer auseinander, wenn es zwei Wörter sind, das sind wir auf Platz 1. Und wenn wir hier das zusammen machen, dann sind wir wahrscheinlich auch auf Platz 1. Jawohl. Und dann haben wir ja noch den Dividendenkalender hier. Der ist sehr, sehr beliebt. Und wenn wir hier dann den Dividendenkalender eingeben, den wird meistens auch auseinandergeschrieben, dann sind wir hier auch auf Platz 1. Also man sieht, dass der Aktienfinder beziehungsweise doch relativ gut drängt und dass da hier also Spieler, also die großen Finanzseiten quasi teilweise beides, also richtig abhängt. Hier wieder Focus, Dividendenchecker ist glaube ich auch eine kleinere Seite, aber die ist sicherlich schon über 10 Jahre alt. Finanzen Net, Linksbroker, Börsengeflüster ist auch eine kleinere Seite, glaube ich. Also hier kann man auch mit kleineren Seiten relativ weit vorne ranken bei dem Keyword, ganz offensichtlich. Ja, und wie kann das jetzt quasi sein, dass man so gut ranken kann, wenn man eine relativ kleine Seite hat? Und das ist ja das, was die Leute, denke ich, auch wissen wollen. Und ich denke hier einfach, dass Google ja das Ziel hat, die ja, besten Ergebnisse, die nützlichsten Inhalte quasi relativ weit oben zu ranken. Da braucht man ja nur mal hier Schritte zu einer Google-freundlichen Webseite, sich kurz zum Beispiel anzugucken von Google selbst. Und da steht dann halt immer hier, geben Sie den Besuchern die gewünschten Informationen. Das heißt, auf Englisch sagt man immer so schön, Content is King. Und das greift dann Google auch ab über die Verweildauer auf der Seite, über die Absprungrate und so weiter. Links spielen natürlich auch eine Rolle. Und also das Erste wäre jetzt, dass man gute Inhalte haben muss. Das ist nichts Neues. Dann braucht man natürlich auch ein paar Links. Und ich denke, man muss eine gewisse Schwelle überschreiten, eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle überschreiten, sodass dann auch Google erstmal wirklich auf einen aufmerksam wird und man halt eben auch so ein bisschen Linkautorität genießt. Und da bin ich sehr dankbar gegenüber der Finanzcommunity, die den Aktienfinder auch gut aufgenommen hat. Die waren da teilweise auch so als Early Adopter auch schon relativ früh dabei und haben dann auch verlinkt, unter anderem auch in Artikeln verlinkt, also nicht nur hier in irgendwelchen Blogrolls und ähnliches, sondern wirklich so schöne organische Links gesetzt. Und ich denke, das hat viel gebracht, um eben diese Aufmerksamkeitsschwelle überschreiten zu können. Ich habe auch noch von meinem Kollegen, dem Matthias Hotz, der ist ja SEO-Experte, der hat hier auch noch ein tolles Tool, das heißt seoarch.de. Und damit kann man kostenlos seine Webseite optimieren. Das habe ich natürlich auch gemacht. Hat auch was sicherlich zum Erfolg beizutragen. Hat mir auch den einen oder anderen Tipp gegeben, wobei das keine Tipps sind, die jetzt irgendwelche Geheimtipps wären. Dass halt, was weiß ich, Metatext oder Descriptions nicht so lang sein sollen. Also so Dinge, die man halt quasi einem Anfänger sagt. Andere Geschichte, die ganz gut ist, denke ich, oder gut gelaufen ist für mich, oder hilfreich war für den Aktienfinder. Das war auch noch eine gewisse Präsenz auf Facebook. Da kann ich mich auch noch bedanken bei Jonathan Neuscheller, der mich dann auch mit zum Admin gemacht hat in der Gruppe Dividendenstrategie. Das hat natürlich dann auch nochmal für eine gewisse Reichweite gesorgt. Ich denke aber nach wie vor, ohne guten Inhalt wäre das nicht möglich gewesen. Und das ist, glaube ich, auch das gleiche Erfolgsrezept von YouTube. Auf YouTube läuft es ja jetzt auch gar nicht schlecht für den Aktienfinder-Kanal. Und
Da schalten die Leute oder abonnieren die Leute ja auch nicht einfach so irgendeinen, sage ich jetzt mal, Dreck, sondern die wollen ja auch was schauen, was irgendwie Sinn macht und was sie weiterbringt und ein bisschen vielleicht noch unterhaltet. Wobei ich jetzt, glaube ich, nicht derjenige bin, der hier super mit Humor punktet. Also ich gehe wahrscheinlich eher mehr auf Inhalte. Und insofern denke ich, dass das wirklich die Dinge sind, die wichtig sind. Und ich finde es aber auch noch ganz gut, als jetzt als Fazit, einfach mal zu sehen, dass man auch mit einer Nischenseite, der Aktienfinder ist eine Nischenseite, ganz definitiv, dass man auch mit Nischenseiten, also Kleinseiten, erfolgreich sein kann, dass man mit Kleinseiten auch die großen, die Big Player teilweise ausstechen kann, wenn man halt einfach Mehrwert für die Besucher schafft. Und dann denke ich auch, dass ein gutes Ranking in diesem Fall wirklich ein Qualitätsmerkmal ist. Das heißt, dass der Google-Algorithmus zu dem Urteil gekommen ist, dass die Seite außergewöhnlich gut ist und dass die Seite großen Seiten vorzuziehen ist. Man muss sich ja dann einfach nochmal angucken, wenn man hier die großen hat, wie Finanzen.net oder so. Also das war jetzt vielleicht nicht das super Keyword, aber wenn wir jetzt auf Dividendenaktien zum Beispiel gehen und dann gucken wir hier, wie ein Broker, Börse.de, Finanzen.net, Börse Online, Wikifolio, Finanztreff, Handelsblatt, das sind alles wirklich die Big Player. Und die haben natürlich nicht 100, die werden tausendmal mehr Links haben als der Aktienfinder. Die haben viel höhere Autorität allgemein auf ihrer Webseite als jetzt der Aktienfinder, der gerade mal 2 Jahre alt ist, auch wenn er ein paar Links mittlerweile gesammelt hat, wo ich ja dankbar für bin. Und wenn man dann trotzdem diese ganzen Player ausstechen kann, die ja alle genau ebenfalls mit diesen Keywords ranken wollen. Man sieht es ja hier, Dividendenaktien, 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 die wollen ja auch alle genau auf dieses Keyword hier raus. Und wenn man die eben besiegen kann quasi, dann ist es eben ein ganz schönes Zeichen, dass man auch mit Kleinseiten Erfolg haben kann, wenn man einfach nur Mehrwert für die Besucher schafft. Und dann ist es eben ein Qualitätsmerkmal für die eigene Seite. Und ja, vielleicht auch ein Stück weit Antrieb für die Großen, dass die einfach mal gucken, was die Kleinen vielleicht besser machen, um ihren eigenen Content mal zu verbessern. Dann darf ich mich noch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, das hat einen interessanten Einblick in die Businesswelt des Aktienfinders gegeben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!